Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Mayen. Wenn es um Geld geht, Sparkasse. Am vergangenen Sonntag liefen mehr als 1100 Läuferinnen und Läufer beim Grieshundebeukeler Stadtlauf durch die Straßen von Polch. Zum 12. Mal konnten Amateure, Familien und ambitionierte Sportler bei den vielfältigen Läufen bis zu 10 Kilometer ihre Kondition und Schnelligkeit unter Beweis stellen. Veranstalter des Laufevents ist seit letztem Jahr die Firma Münz Sportkonzept, welche die Hauptorganisation für das Event übernommen hat. Zum zweiten Mal. Es klappt ja hervorragend, besonders die Zusammenarbeit mit den Vereinen ist einfach super. Macht uns Riesenspaß und dank des guten Wetters werden wir auch dieses Jahr bestimmt wieder einen neuen Teilnehmerrekord einfahren können, denke ich schon. Mit verschiedenen Ständen und Attraktionen hat man den diesjährigen Stadtlauf zu einem rundum gelungenen Fest für die ganze Familie gemacht. Die ganz Hartgesottenen gingen beim Hauptlauf von 10 Kilometern an den Start. Ich finde, das ist einer der schönsten Volksläufe, wo ich immer mitlaufe und deswegen bin ich auch jedes Jahr gerne wieder am Start. Der Polscherlauf mit dem Krison als Hauptsponsor ist natürlich schon etwas größer dann und dann macht es natürlich noch mehr Spaß, ja, mit vielen anderen Läufern zu laufen. Für die schnellsten Läufer der einzelnen Wettbewerbe winkte dann eine tolle Siegerehrung in der Maifeldhalle mit Medaillen, Urkunden und tollen Präsenten. Die drei Erstplatzierten des Hauptlaufes waren in diesem Jahr übrigens Andreas Knopp, Marius Schweikert und Marco Müller. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Mayen. Wenn es um Geld geht, Sparkasse.